Genau, die Unterschlüpfe, Lagerraum. Ich würde sagen, wir gehen jetzt endlich mal dahin, wo wir hin sollen. Und schauen uns mal an, was da so Schönes passiert. Ich habe mich einmal treffen lassen, das ist ärgerlich. Sieht mal aus, als hätten die diese Sonnenbrille auf, anstatt diese komische Krankheit in den Augen. Gott, ich werde so viele Sachen hier übersehen, das kenne ich doch schon jetzt. So, wir gehen jetzt mal hier lang. Moment hier. Mach mal, nimm mal deinen Arm weg, vielleicht ist da noch was. Nee, ist nichts. Wir haben das Hafenviertel erreicht. Okay, ich kann runterspringen von solchen Stellen. Kann aber nur hochklettern, wo Taubenschüsse sind. Kennt man ja. Achso, das ist eine Arbeiterin. Ich dachte gerade, was ist. Kaban! Hey, zieh mal an. Kenne ich doch in Kaban. Nicht Rücken. Ich finde wirklich diesen Kleidungsstil auch mal echt erfrischend. Er ist nicht piratenmäßig, sondern schon ein bisschen weiterführend. Also Risen 2 hatte das schon, 3 hatten schon so ein bisschen die Stile eingeführt. Ich finde das mal eine echt gute Sache. Das ist echt mal was Cooles. Das ist mal einfach was anderes. Ich meine, man hat so viel Fantasy gehabt, dann in letzter Zeit. Ich will nicht sagen, dass es übertrieben ist, aber es. Weil das wurde jetzt auch schon bei Game 2 letztens genannt, was ich eigentlich gar nicht verstehe, dass jetzt so viele asiatisch-stämmige Spiele sind. Würde ich absolut verneinen. Denn wir haben gerade mal was gehabt? Nioh, Sekiro? Das neue Ghost of. Was auch immer, das dauert noch ein bisschen, bis es rauskommt. Wie viele normale Spiele im Ritteruniversum und zu gewissen anderen Mittelalterzeiten, Fantasy-Zeiten kamen raus? Also, nee. Okay, hier habt ihr Stein oder Kohle. Was auch immer. Ich hatte dort unten gerade was gesehen. Wie kommt man denn da hin? Das war doch hier irgendwo am Anleger. Da. Nee, das, ach so, ist eine, eine Feuerschale. Das war mir natürlich klar. Nee, also, ich meine, klar, es gibt im Anime-Stil gibt es massenweise, also da brauchen wir nicht drüber reden, das ist ohne Ende, aber so alleine von jetzt Rollenspielen, die jetzt aufkommen, in Thematiken her, ist das nicht viel. Also, es ist übertrieben zu sagen, dass davon jetzt schon der Markt gesättigt sei. Tsushima, Guss von Schutz Tsushima. Ist das genau? Ist eine große leere Fläche. Lass uns auf der mal lang gehen. Hier wird ein Bosskampf passieren. Aber sowas von. Also sowas von, sowas von. Wir haben ja schon gehört, irgend so ein Vieh, was sie gefangen genommen haben. Das wird schätzungsweise hier runterbrechen und erledigt werden müssen. Ja. Okay, aber da wissen wir schon mal, kenne deine Umgebung. Schon die halbe Miete. So, gibt es hier sonst noch was? Ich gucke mal nach Truhen. Nee, sieht nicht so aus. So, damit haben wir. Lively there, lads and lasses! I promised the merchants and their prince we'd be off before the tide. You man, carry that properly. That porcelain is worth more than your life. For some children, we'd be best to refuse. Captain Vasco. And you are? I'm de Sade, the prince's nephew. If all is in order, we will soon be embarking on your boat. It's a ship. Da versteht er. Apologies. Constantine d'Orsay, future governor of Tir Fredi. I'm enchanted, Captain.
I am eager to board your ship. Enchanted as well, Your Highness. I hope you enjoy your voyage. Are you ready? Can we weigh anchor? We should be able to set sail with the tide, as agreed upon. We're short a crew member. The cabin boy is missing. But have no fear, we will leave without him if he does not present himself before the tide. Is he an important member of the crew? We don't need him for sailing or navigation. He's only a cabin boy. He must have simply had a bit too much to drink in celebrating his departure. Like another I know. I doubt that. Jonas has never wanted a fancy drink. And it's been 2 days since last he was seen. No, I fear something bad has happened to him. Might I ask you, if you hear anything, could you report it to me? I would like to set sail with a clear mind. Oh, der Captain, nicht schlecht. Okay, wegen Schiffsjung, erstmal. When did you letztes see Mal your gesehen. Cabin boy for the last time? It's been 2 days since I've had any news at all. It wasn't out of the ordinary until this morning. My men have free shore leave when we're at dock. But the day of departure, every able-bodied sailor must be present on the ship. Does the boy know anyone in Serene? Other than fellow Nords, you mean? I don't think so, but it's difficult to be sure. This Jonas, does he have any close friends amongst the crew? In tradition, we are all members of the same family. But yes, there would be Flavio and Lauro. Might I have a word with them? As you wish. You'll find them over there, in port. Okay. Have you Ketzer. Seen anyone wandering about? Suspicious looking. Maybe clandestine passengers. Take a look around. There are far too many comings and goings to spot possible stowaways. As long as they don't try and get on my ship, I pay no attention to them. That said, we did catch ourselves a smuggler just a while ago. A smuggler? Maybe he could be of some use. Where could I find him? In the port jails, not far from the warehouses. Might I ask you, why the sudden interest in smugglers and the odd stowaway? A couple of heretics are planning on leaving Serene. The ambassador of Teleme has entrusted me with the job of capturing them. Happy to see that you trust me enough to seek my counsel in the affair. Just so happens that I heard someone talking about the couple. The Cardinal's men are far from discreet. They're making quite some ruckus, asking to search our warehouses. We, of course, refused entry. Only the Nords have access. I'm sorry, Your Excellency, but I'm certain your potential stowaways aren't far. But we won't allow you to make a search to grab them. Not officially, at least. What do you mean? That discretion and malice are often more useful than titles and words. Okay, also hätten wir es doch nicht besprechen sollen. Ich weiß jetzt noch nicht, wie die Fraktionen miteinander sind. I have a favor to ask before we leave. I'm all ears. We would like to load some merchandise into your ship's hold. Impossible. You're too late for that. All merchandise must be registered at the Port Authority, and the formalities are long. So, unless you're asking me to turn smuggler and hide contraband on my vessel... I wouldn't go that far. We're only talking about a few crates after all. Well then, they'll have to wait. The next ship for New Serene leaves in a month. Hellfire. If that shipment doesn't leave today, the commander will have my hide. Captain, I understand your position, but isn't there some way we can get these crates on board? I doubt it. Even if I wanted to help you, my quartermaster is a half-crazed bridge troll. He's gone into his head that a gang of ruffians want to use my ship to pass contraband over to Tir Fridi. He's placed guards where our cargo is being held before being loaded. All that is not in the warehouse, and noted on the manifest, will be left on the docks. Sorry, but your crates are gonna have to wait until the next ship sets sail. Sorry, Kurt. At least we tried. The commander is gonna have my head. I'm sure that's what he wanted in giving me this impossible task. In that case, we're going to have to doctor the manifest ourselves. Red das laut. Must be at the harbor master's office. Could you tell me a little about your guild? We are masters of the oceans. Our ships can sail where no others dare. Thanks to your magic, so I've heard. How do you become a Nord?
Our magic, yes, that only the Nords master. As for your question, any child born on one of our ships is seaborn. He is a Nort from birth. Others are sea gifted, joining the Norts for different reasons, often from a young age. It's how the guild is made and maintains its numbers. Okay, also wenn man auf dem Meer geboren wird, hat man automatisch diese Fähigkeiten. Also ist schon die vierte Fraktion. Wir haben ja die Glaubensleute, wir haben unsere Handelsgilde, dieses Brückenbündnis, wir haben die Groschengilde, unsere Groschenjungs, nenne ich sie mal, und noch hier die Nauten. Okay. Could you tell me anything about our destination, the island of Tirfredi? It is a magnificent place. Wild, spared from your wars and your mines for now. The natives have a relationship with their land and consider it sacred. They're a very friendly people, welcoming, that will appear to you strangely familiar. I've also heard that there are a great many exotic creatures, some enormous, but I wouldn't know what else to tell you. I've never strayed far from the ports. What do you think of our port? Are you referring to this one? It is the biggest high seas port on the continent. Thanks to your prince, even though it remains part of your city, it holds a particular status for us Nords. Certain zones are owned completely by us, and maritime lore holds office. It's a good port. Were it not for the Malachor, it would be a pleasant place to dock. Okay, damn it. Be back soon, Captain. We need to have a word with that people smuggler the sailor mentioned. He's a captain, Kurt. Damit haben wir auf jeden Fall jetzt einige Sachen noch, die wir abhandeln müssen hier davor. Na gut. Und damit willkommen zurück zu Creedfall. Ich muss zugeben, ich habe jetzt eine Weile eine Pause gemacht nach den ersten 5 Folgen. Und ja, wir sind jetzt am Hafen angelangt das letzte Mal. Und haben mit Vasco geredet. So, dass wir vor der Abfahrt noch ein paar kleine Aufgaben erledigen müssen, nämlich vor allem diese Ketzerjagd noch für den einen Herren erledigen, sowie noch diese Hansmann der Groschengarde und das Verschwinden des Nauten. Dafür würde ich vorschlagen, wir gucken auf die Karte, wo wir noch hingehen müssen. Wir sehen hier eindeutig, dass das Lagerhaus, warte mal, Sirte Costillon? Was ist denn das eigentlich? Da oben. Gehen wir mal hoch. Muss auch wieder reinfitzen ein bisschen, aber ich denke, wir kriegen das alle wieder gut hin. Ausweichen war, glaube ich, A und B war Variant. Das sind die wichtigsten Sachen. So. Your Highness, I'm happy to see you. Your absence this morning worried both your father and me. Ach, come now. Da ist er geholt. My father may have been angry, outraged or disappointed, but he's never worried about me. I'm sad to have caused you any worry, though. Would you believe? But I was rotting away in a sinister jail, guarded by thugs ready to kill me. Though still seeing double from last night's drink, I was preparing an ingenious escape plan when... Ta-da! My dear cousin jumped up out of nowhere and saved me. I'm quite the fairy tale damsel in distress. You might have refrained from the company of bandits the night before such an important departure. Take away the risk and halve the pleasure, de Corsillon. It is the salt of life. I fear that some of my teachings have been misunderstood. Ja. But you wanted to ask me something, de Sade? De Sade? Ach genau, das war wieder diese französische, deutsche, spanische Mischmasch. Das ist ein bisschen schwierig. Hab ich gemacht. Ich guck hier gerade mal die Umrandung, wahrscheinlich auch an, die Umrandung der... Hier ist die, guck mal, der Bart, vor allem hier von meinem Hauptcharakter ganz rechts, also irgendwie sieht das ein bisschen komisch aus. So ein leichter einzelner Schattenwurf als Umriss. Hier auch die Haare. Also ich weiß nicht, ob das wie es in der Aufnahme aussieht, aber das sieht gerade irgendwie ein bisschen verdächtig aus. Na gut, weiter geht's. What will be your official title on Tier 4D? Or are you just here to keep an eye on us? Come now, don't be ridiculous. I'm coming in the capacity of official advisor. Nothing more. But His Highness has also asked me to report to him on certain strategic observations. I am therefore required to take note of all events, chart the island and its resources, but also obtain as much knowledge as possible concerning the more
dangerous creatures of the island. Your help will be extremely valuable to me. I've no longer the legs of an adventurer. It's always a privilege to help, Master. Da tropft irgendwas, oder? I need to be leaving. I have quite a few things to do before we raise anchor. Okay. Da. Sehen wir das? Seht ihr das Tropfen da? Was ist denn das? Woher tropft denn das? Wir können doch mal... Nieselt das etwa? Doch, ja, es nieselt leicht. Okay. Okay. Gut, wir wollten... Verschwinden des... Ach genau, hier haben wir erstmal eine Truhe, das ist sehr gut. Ich muss wieder üben. Was war's? Ah, ein. Und wir machen... Manches machen wir automatisch, manches müssen wir mit Nachfrage. Wahrscheinlich... Es ist noch nicht ganz so mir klar. Wo ist jetzt der Eingang? Achso, wir sind komplett in den Sackgasse gelaufen. Well done. Wir müssen noch eins tiefer. Die Passanten sind ja irgendwie ein bisschen lächerlich, weil die mir nichts Neues sagen. Warte mal, da waren wir noch nicht gewesen. Aber das sieht... Ich höre nochmal alles in der Umgebung, deswegen würde ich mal fast behaupten, hier ist nichts. Munition, Drachenblutharz. Okay. War ich schon hier gewesen? Gut, jetzt machen wir aber endlich mal die Hauptquest. Oder die Hauptnebenseite irgendwas Quest weiter. Könnten wir ja, könnten rein mit A. Lasst uns das doch mal untersuchen, was auch immer hier geschehen ist. Wir haben ja schon von der Bestie mal gehört, die sie irgendwie gefangen haben und mitgebracht haben. Ich weiß natürlich nicht, wie gut das ist. So. Das soll verdreckt sein. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier alles so dreckig ist, aber ich lasse mich gern eines Besseren belehren. So. Es ist interessant, diese Animation, wie das so nach vorne mal gezogen wird, durch die Tür durch. Ganz anders, weil bei Dark Souls solche Spielen wird halt aufgestoßen und bleibt im Platz stehen. Geht man aktiv mit oder eine Ladezeit sonst hat. So, was haben wir denn hier? Wir haben einmal das Tagebuch des Schleusers. Irgendwas. Ich habe zwei neue Kunden. Sie wollen nach Al-Saad reisen. Diese Toren sind ihnen auf den Fersen, was meine Arbeit nicht einfach machen wird. Ich denke, ich kann sie unauffällig auf ein Schiff bringen. Aber wir müssen vorsichtig sein und ich hoffe, dass sie geduldig und ruhig sein werden. Ich werde sie in einem Lagerhaus hinter dem Hafenamt verstecken, in das sich die Inquisitoren niemals hineinwagen werden. Okay. Okay, ich hätte ihn befragen können, aber ich finde es einfach. So, wen haben wir denn hier? Flavia. Good day. Someone told me that you're a friend of Jonas's, the young cabin boy who's gone missing. That's right, yeah. Are you looking for him? Yes. Your captain asked me to go and find him. Happy to hear he's taken the disappearance seriously. What can I do for you? What do you think about Captain Vasco? He's a damn good navigator. And an excellent leader of men. He knows his craft well, in spite of being so young. How old is he? He's not seen his 25th year yet. If he keeps it up, he'll be an admiral one day. Schlecht. So. When did you last see him? 2 days ago, in the evening. We went to have a drink in the tavern. Jonas, Lauro, and myself. Did anything seem out of the ordinary? Was he troubled? Maybe a tad troubled. Like he was somewhere else. Why would that be? Give me your best guess. Boy, I haven't the faintest idea. Boy. Okay. What does Jonas do in his free time, when you're on land? He just hangs around here or there. You know the cabin boys don't have half a sailor's wages. And when evening comes, we usually go down the tavern with good old Lauro. Did he ever have one too many? Never. He sips his pint like it was bad medicine. One drink lasts him the whole night. Den kann man nicht so gut trinken, wenn er nur so wenig mitnimmt. Aber er kann ihn gut noch heimführen.
Does he know anyone in Serene? No one, far as I know. Das klingt nach Schenker eigentlich. Do you think he could have made himself any enemies? I wouldn't think that for a moment. Jonas has a good heart and he steers clear of trouble and troublemakers. I don't know where to start with this. Do you have any idea? No. Lauro won't stop telling anyone who will lend him an ear that the boy was carried off by thugs. And you don't believe him? I like Lauro, don't get me wrong, he's like a brother. But to be honest, he drinks a little more than he should. The itch for a drink gets us all, but to him more than others, and when you drink too much, the imagination wanders. Here, yesterday, it was me who tied one over, and I thought I heard Jonas's voice by the canal. I called back to him, as you guessed, but then nothing. Drink. It blurs the senses. I need to be going. Farewell. Jetzt bin ich mal gespannt. Also Nummer 1. Wir sollten mal gucken, was es aussagt. Nichts. Wir haben alles drüben. Ketzern, Ketzer. Das Manipulieren. Wir gehen weiter. In die Richtung. Der nächste Kanal. Ich hätte jetzt in der Schenke nochmal geguckt, weil das waren wir ja auch schon gewesen, wenn es diese eine Schenke ist. Warum ist das hier so angeordnet? Es klingt, sieht irgendwie nach Kampf. So viel abseits. Gehen wir uns abseits? Na gut, okay. Reden wir mal mit dem. Good day, Sailor. I've been told that you know the missing cabin boy well. Is that right? You talking about Jonas? You bet your stars I know it, but like I've been crying to the nine deaf winds. He didn't go missing, he was taken. Er ist ein bisschen hawaiianisch angehaucht. So, na gut, wir fragen jetzt mal Vasco. What do you think about Captain Vasco? He's a just man, who knows his knots. He's well appreciated by the crew. It's a pity that he hasn't much heart for lass now and again. Always seems unhappy, our captain. Were you a witness to the event? Yes, I was. Even though I'd had a few tumblers in the belly, I haven't yet lost my head. The other day, in the tavern, I saw him talking to a well-dressed man, surrounded by some other sly ruffians. And then when we left, him and I, Flavia left a little earlier, you understand? Well, those brutes were there, waiting for him. They just up and took him like that. Grabbed his arms and poof. Gone. Vanished. Why didn't you intervene? I tried to, believe me. But my legs betrayed me. Wavering they were. And I fell into the gutter. Did you report this to the captain? Unfortunately not. I know all too well what weight my words carry. Even Flavia treated me like a drunken fool. And the captain? No, not telling him that. I still have some pride left. You get me? You get me. Did Jonas seem troubled to you the night he disappeared? Maybe. For sure he wasn't his usual self. Do you know what was on his mind? No. No idea. Why would anyone want to snatch a mere cabin boy? How would I know? Jonas is a gentle boy who keeps his head down. You think my story is nothing but mist too, don't you? It's just that I can't imagine a gang of thugs hoping to get a ransom for a cabin boy. Did anyone else see the kidnapping? There was still a small crowd in the tavern. But outside, I seem to recall that regular being there. We play cards with him from time to time. Kind of fellow who plays from morning to nighttime to be that skilled. But now and again he comes out. When nature calls, you know. I kind of remember his face being there. Thank you, Lara. I need to be going. Strange story this is. Something isn't right here, I can feel it. We need to lift the veil on this. Was hatte er vorgehabt, der Kabinenjunge? Gehen nochmal zur Schenke. Was ich hier... Jetzt können wieder manche sagen, ja, das ist zu einfach, aber ich finde... das Questverfolgungssystem und die Anzeigen richtig gut gemacht. Dass du rechter Hand so eine Anzeige hast, klar, du hast eine abgearbeitet, das nächste ploppt auf. Weil es gibt manche Spiele,
muss man leider sagen. Skyrim zum Beispiel hat einen sehr einfachen Text das Ganze gehalten. Ich meine, das kann man ja auch wollen von manchen Quests, wenn man sich normal oder schwer machen möchte, wie man halt gerade drauf ist. Aber wenn man jetzt zum Beispiel das einmal normal durchspielen möchte, wie ich jetzt, und ich finde es ganz angenehm, mal so ein System so zu haben, weil manchmal sieht man auch gar nichts und man muss erst ins Buch nachschauen, dann ist keine richtige Neuerung. Bei manchen ist sehr viel Text, wie bei Divinity, was auch wieder eine interessante Art und Weise ist, das Ganze eben mitzuführen. Immer diese kleinen Sachen, die aufsteigen, so Blätter, Asche. Ich will nur damit sagen, ich finde das eigentlich ganz interessant. Ich würde mal speichern, einfach weil ich noch nicht weiß, was hier uns in der Taverne so passiert. Wow. Schön, wie wir so einfallen. So, sprich mit Stammgast. Super, wir haben einen Stammgast gefunden. Aber wir fragen erstmal Geoffrey. Geoffroy. Tavernkeeper. I see you're back. Can I pour you something this time? I'm looking for a Nort, a young cabin boy who's been missing roll call for 2 days now. A Nort, you say? That's not a lot to go on. There are quite a few that come to my tavern. According to one of his fellows, he would have been taken right here. A kidnapping? In my establishment? You surely jest. At least I hope you do. I would have noticed. That doesn't hold water. Someone told me about one of your faithful clients. A big gambler, it would seem. I see. An able-bodied man. Passes his time lightening the pouches of sailors coming through. Where might I find him at this time? Here. He would never give away his chair at his table. Anything else? Ich glaube, das haben wir schon gemacht. I need to be off. Farewell. Goodbye. Er gibt nie seinen Stuhl her. Warum steht er da? Okay, wir fragen mal trotzdem nach. Oh, der sieht aber im Gesicht. Junge Dame. Who are you? Ooh. I don't recognize you. Am I in your debt? No. I have no fear about that. It's for a different reason that I am here. I'm looking for a Nort that disappeared 2 days ago. After visiting this establishment. Das sieht so gut aus. Okay. A young cabin boy. Two members of his crew accompanied him. Yes, that does ring a bell. I've played with the three of them. What can you tell me about the boy? How was he that night? He seemed rather nervous, as if he was worried about something. Didn't feel like playing, that I remember. And he must have been right to be nervous, if he's disappeared. Ich muss zugeben, ich finde das recht faszinierend. Die Gesichter wirken jetzt nicht so genial. Aber vollkommen ausreichend für so ein Spiel. Aber ich finde diese Smallycore, wie das drauf ist, das sieht sehr gut aus. Also im negativen Sinne. Tell me what happened that evening. A rich merchant came in with a band of strong arms. The kind of men you can round up for a few coins, if you catch my drift. They exchanged words with the cabin boy. The kid was defensive, not sitting pretty. And then they finally left. And after that? It just so happens that I did go out for a breather. I needed some fresh air. And I think I might well have seen those same men grab him. But that was none of my business. Yeah. I wouldn't have thought that they were kidnapping him, if that's what it was. They weren't particularly rough with him. Who was the rich merchant, do you think? A jilted lover? A moneylender? No, sir. You are in luck. It so happens that I know the man. It was Sir Fontaine, that merchant. Where can I find him? He has a house in the wealthy boroughs, just off the canal. A stone's throw from the Teleme embassy. Thank you. You've been immensely helpful. This man is completely owned by his love for the game. Do you think we can trust him? What would he gain from lying? I have no idea. But what would any wealthy merchant gain from holding a penniless child? Ich liebe ja solche dynamischen Kameras in solchen Dialogsystemen. Es ist vor allem immer herrlich, weil halt dann immer zufällig hin und her geswitcht wird. Es sollte ja eigentlich noch ein bisschen nachschauen, ob es in einer Richtung gerade ein Hindernis gäbe.
Und wenn es das nicht macht, ist es so herrlich, wenn dann auf einmal... Sag mal, brennt hier noch was? Könnt ihr vielleicht mal die Lampen ausmachen, wenn ich hier mal da ist? Und warum darf ich den Laden nicht eigentlich looten? Fragen über Fragen. Und es ist immer schöner, wenn dann irgendwie eine Person so reinläuft, das Bild, und dir volle Kanne deine Richtung guckt. Du denkst so, geh weg. Ich will dich gerade nicht sehen. So, wie kommen wir denn da rein? Wir hatten das schon mal, genau. Wir sind dort, müssten oben rumgehen. Weil wieder so da. Eieiei. Ei, ei. Kann ich eigentlich ins Feuer laufen? Na gut, wollen wir es nicht machen. So. Irgendwo. Hier drüben.